Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Movie Days Folge. Heute geht es um Hellboy von 2019 und ich weiß gar nicht mal, wie ich damit anfangen soll, diesen Film zu vernichten. Während ich bei Shazam noch gesagt habe, da kann man noch so ein bisschen den Witz, ein bisschen Spaß dran haben, geht das bei Hellboy einfach nur verloren. Dieser Film sagt nichts, tut nichts und Hellboy ist kein Held oder einer mit ambitionierten Visionen. Nein, Hellboy ist schon ein bisschen anti, war er ja schon immer, aber hier ist er einfach nur das quengelnde kleine Kind. Papa hat dies nicht für mich, Papa hat das nicht für mich, Papa hat mir lieber Knarren geschenkt und das ist jetzt so böse. Och, Gottchen, der arme Junge. Während beim ersten Hellboy noch irgendwie, beziehungsweise auch dem zweiten noch irgendwo wo eine gewisse Art Sympathie für den Vater da war, aber auch wiederum ein gewisses Verständnis, warum man ihn nicht, also warum Hellboy seinen Vater nie so mochte. Als wäre er ein kleines pubertierendes Kind. Das haben wir hier nicht. Er ist einfach nur ein pubertierendes kleines Kind, was quengelt, was nicht seinen Job machen will und ihn am Ende doch wieder macht. Und es passt einfach nicht zusammen. Vorne bis hinten, keine Szene passt zusammen. Hier werden ganze Handlungsstränge einfach weggelassen. Zum Anfang wird der beste Freund von Hellboy getötet, weil er ein Vampir wurde und Hellboy töten wollte in einem Wrestling-Ring. Problem jetzt ist aber, da ist wohl was Größeres im Gange. Also hier scheint wohl ein ganzes Vampirnest vorhanden zu sein. Aber nachdem das passiert ist, wird zwar irgendwo zu Anfang noch versucht nachzugehen, wo jetzt dieser Vampir ist und was mit den gesagten letzten Worten des besten Freundes denn angedeutet worden ist, aber verliert sich dann komplett in andere Handlungsstränge, die so dann zu dem führen sollen, wo wir eigentlich hin wollten, was aber ein totales Gewusel ist. Sehr schade. Zumal Hellboy hier ein reiner Flummiball ist, der keine Witze so richtig machen kann. Selbst die, ich hab dich fast aus Versehen angeschossen Szene, die noch ein bisschen witzig war, wird hier einfach zum plumpen Nebenprodukt. Ein paar Witze kommen hier und da mal zu einem leichten Lächeln rüber, aber das war's dann auch. Auch am Ende wird ein Handlungsstrang aufgemacht, dass Hellboy eins seiner Augen abgeben soll. Dies wird aber nie zu Ende geführt. Einfach am Ende total vergessen und fertig. Der Film ist unfertig, unsauber geschrieben und hat in keinster Weise die Qualitäten der ersten beiden Hellboy-Filme. Und die waren schon kein Blockbuster-Kino in dem Sinne, sondern waren gutes, okayes Kino mit ein bisschen schöner Action, ein bisschen Handlung, aber nicht zu viel. Mochte ich an für sich sehr gerne, auch wenn es natürlich viel Luft nach oben gab. All das hat Hellboy jetzt von 2019 überhaupt nicht, kommt nicht dran und auch an einen mittelmäßigen Shazam leider nur hinten weggeblieben. Das war's von meiner Seite für Hellboy. Keine Kaufempfehlung für die DVD, keine Empfehlung ins Kino zu gehen. Ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß bei anderen Filmen, die ihr vielleicht noch sehen werdet. Schreibt doch eure Meinung zu dem Film in die Kommentare, liked und teilt oder gebt ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat und ihr vielleicht der Meinung seid,
dass dieser Hellboy viel besser war wie der vorherige. Aber ich bin jetzt raus. Euer Open Beta. Ciao.